Herzlich willkommen, das eben war Zwei Köpfe, kein Gehirn. Und jetzt sind wir bei Mark of the Ninja. Ein Spiel über unseren unten in unserer Rechnungsabteilung arbeitenden Mark Waterkamp, der für Recht und Ordnung eintritt und für das Gesetz kämpft. Nur mit einer Horde von Rechnungsvordrucken und Spesenquittungen und all diesen Sachen. Geheime Folterinstrumente unserer Rechnungsabteilung. Hallo, herzlich willkommen. Wir spielen gleich. Hallo erstmal. Ja, ich muss mich auch mal kurz ein bisschen begrüßen. Hallo. Wir spielen jetzt gleich direkt den Anfang. Und ich habe schon ein bisschen reingespielt. Mir gefällt es ziemlich gut. Ist so ein mittelschweres Indie-Spielchen, was an früher Schnitzspiele erinnert, wo man auch viel schleichen muss. Das alles gleich hier aus einer 2D-Perspektive. Vorher aber ein paar Animationen. Guckt sie euch an. Bringt, finde ich, ganz gut die Stimmung rüber. Und zeigt euch auch ein paar der Techniken und Features im Spiel. Hey, you. Don't you hear the bell? I'm here to help you. Rule number one, don't get me killed. Sag, ich bin ja schließlich ein Ninja. Ja, das ist was ich auch gerne machen will, wenn sonntags bei mir die Glocken geläutet werden um die Ecke. Würde ich auch gerne mit der MG reinstürmen manchmal. Okay. Das hätten wir. Was war das denn da links? They're coming this way. Ja, das gucken wir uns gleich an. Ich will erst noch mal schauen, was hier eigentlich jetzt links passiert ist. Hui, hui. Na, nix? Nö, schauen wir nicht. Gut. Ich kann mich hier verstecken, das habt ihr sicher schon mitbekommen. Ah, okay, hätte ich vielleicht doch ein bisschen früher. Der geht da jetzt richtig komplett lang. Okay, dann warte ich hier. Es ist ein Spiel, was mit zunehmender Schwierigkeit auf jeden Fall eine Menge Spaß machen kann, weil man immer mehr reingesaugt wird in die Artistik des Spiels, also die Bewegung, die man vollführen kann und dieses Rumschwingen, dann jemanden ganz schnell meucheln, schnell gerade noch so, bevor man entdeckt wird, wegzerren aus dem Sichtfeld, vielleicht irgendwo runterwerfen, wieder zurückgehen, den nächsten holen. Es hat ganz viele von diesen Momenten, wie jetzt hier, natürlich im Tutorial noch sehr simpel gehalten, aber man fühlt sich dann doch schon ein bisschen wie Mark Waterkamp aus unserer Personalabteilung. Diesen furchtbar schlechten Witz einfach noch weiter knallhart, wenn man einfach erfolgt durch Wiederholung. So klappt es dann vielleicht. Erfolgt durch Penetranz. Oh, hören wir kurz mal zu. Ah, leider schon vorbei. Manchmal führen sie so kleine Gespräche, aber nicht so lange, wie man es aus anderen Spielen kennt. Wo dann so ein bisschen Exposition betrieben wird. So, jetzt können wir zum ersten Mal den Kletterhaken benutzen. Geht sehr schnell, seht ihr ja. Und fühlt sich irgendwie ziemlich cool an. Es erinnert mich immer an die alten so Spiele wie Strider oder so diese typischen Schnetzelspiele auf Mega Drive, meine ich. Zum Beispiel. Na, und jetzt? Der eine raucht. Beide gucken auf jeden Fall nicht so wirklich sich im Level um. Also kann ich das vielleicht nutzen für mich? Okay. Muss ich gar nichts machen. Auch gut. Jetzt habe ich das Schwert von Tetsuji.
The beginning of the kill is like embracing a lover. The end, of course, is not. Ja, töten ist ein bisschen wie Liebe. Zumindest der Moment des Eindringens, den wir hier sehen. Good work. Ach Gott, das ist aber auch... Das muss ja nicht sein. Ich fühle mich auch die ganze Zeit an die South Park-Folge mit den Ninjas erinnert. Es hat auf jeden Fall was. Jetzt habe ich extra mal gezeigt, was passiert, wenn man sich ertappen lässt. Dann reagieren die auch schnell leicht aggressiv und wehren sich. In diesem Fall hat es ihm aber nicht viel gebracht. So, hier bin ich im Sichtfeld. Jetzt muss ich mich wieder verstecken. Aber es ist ja auch keiner im Moment da. Muss ich mir nicht so viel Sorgen machen. Oh, wer ist heute bei der Social Movie Night am Start? Gute Frage. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß, dass der... Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Hein, natürlich hier, der Kollege. Der Kollege Hein da sein wird. Also nicht da sein wird, sondern mitmacht. Aber welcher Film und alles, ich bin da gar nicht so drin. Kann ich euch leider nicht sagen. Ich wette, das findet ihr auf dem Wochenplan. The ink from your tattoo has honed your senses. Focus your thoughts and you can freeze time in your mind. So, und das ist jetzt ein weiteres kleines Feature, was ich noch gar nicht so oft wirklich benutzt habe. Man kann, seht ihr hier, verschiedene Ziele markieren, hintereinander auch, und dann werden die gleichzeitig abgeschossen. Funktioniert ganz gut, um Lichter auszumachen, aber ansonsten habe ich noch keine wirkliche Verwendung dafür gefunden. Ups. Okay. So, probieren wir es mal so. Ah, ich bin wahrscheinlich noch nicht in der Reichweite. Doch, bin ich. So, abgelenkt. Oh, jetzt kann ich ihn von hinten. Heinsatz in vier Wänden, genau. David Hein, er mag ja David nicht, David Hein ist am Start, zumindest online. Ich weiß immer noch nicht, ob er wirklich hier sein wird. Ich habe die letzte Social Media Night auch verpasst leider, obwohl ich das Konzept sehr interessant finde, wenn ich ehrlich bin, zusammen Filme zu gucken, die man dann auch legal gucken darf. Ja, hier ist es echt noch einfach, ihr seht es ja, jetzt werde ich wie eine Spinne, werde ich mich hier abseilen. Ah, okay, das hat nicht funktioniert, weil ich nicht weit genug schwingen konnte, aber... Das ist auch egal. Jetzt passiert wenigstens mal ein bisschen was. Kann ich hier eigentlich jetzt auch komplett hoch? Müsste eigentlich gehen, oder? Ja. Super. Wir werden übrigens leider nur eine halbe Stunde spielen. Und dann habe ich noch ein weiteres Spiel, das wir danach wechseln werden. Wir haben hier nur eine Stunde Zeit, deswegen versuche ich, das so ein bisschen aufzuteilen. Ich habe eh zu viele Spiele. Ich habe so viele Spiele leider schon für kleine Zockrunden hier mir geholt. Und teilweise haben wir die alle noch nicht gespielt. Ich komme da gar nicht hinterher im Moment. So, ich könnte jetzt auch einen mal nehmen und wegschleichen. Da gibt es später auch noch einen Gameplay-Mechanismus, der damit funktioniert, dass manche Wachen so eine Art ID-Karte bei sich tragen, die wiederum Türen öffnet, was dann dazu führt, dass man mit einer Leiche bestimmte Türen öffnen kann. Ah, okay. Das ist gesichert? Ja, das ist wohl gesichert. Na, das weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist, den zu markieren. Ja, das war nix, aber egal. So ist mal ein bisschen Action. Ist auch mal schlecht. Du mit deiner Waffe kannst du mal schön vergessen. Der Trick ist einfach nur, ihn zum Boden zu prügeln und dann X. Dafür gibt es weniger Punkte, ist natürlich nicht ganz so toll, wie ihn von hinten zu erledigen. Moment, ach, da kann ich ihn aber nicht. Ich kann ihn nur, Moment, das kann ich machen. Hier, nehmen mit X und, ach, nee. Da kann man ihn irgendwo runterwerfen oder in eine Höhle oder irgendwas werfen oder in, weiß ich nicht, irgendein Loch. Das geht in diesem Fall jetzt aber nicht, dass ich ihn weiter hoch werfen kann. Jetzt habe ich hier diesen Gong benutzt. Just lean against it and try to sense what's on the other side. Sind wir wirklich schon durch? Ist hier die Regie? Nein, 10 Minuten erst. Ich dachte gerade, mein Timer sagt nämlich hier ein bisschen was anderes, dass wir schon wechseln müssten. Das wäre ja schnell gegangen. Ja, das sind nur so kleine Quicktime-Events. Spannend sind sie nicht wirklich. Manchmal im Eifer des Gefechts, gerade wenn mehrere Gegner da sind, drückt man vielleicht mal die falsche Richtung, aber meistens sehr easy immer. Our lives have been cruel, the clan. Must always endure. Okay.
Okay, jetzt wird es langsam ein bisschen herausfordernder. Vergesst nicht, wir sind ja auch immer noch... Oh, das war dumm. Da habe ich aber den falschen, man sieht's, den falschen Button gedrückt. Das führt dazu, dass mein Angriff eine gewisse Lautstärke hat. Und das wiederum führt dann natürlich dazu, dass man mich hört und nachprüft. Das hat ihm aber auch nicht viel geholfen. Das war eigentlich eher so eine Art Ablenkung fast schon. So, den lasse ich da mal runterfallen, nur damit ihr seht, dass das funktioniert. Ich kriege auch jedes Mal Punkte. I scouted up ahead. They're taking Ninja as hostages, and Master Azai is in trouble. We have to hurry. Okay, das ist die Karte. Hier sehen wir die Areale, durch die wir schon durch sind. Ist ja eigentlich recht viel, wenn man überlegt, das hat jetzt gar nicht lange gedauert. Okay, das interessiert uns aber alles im Moment nicht. Es ist sehr einfach alles im Moment noch. Ah, das hat er natürlich gehört. Das hat er natürlich gesehen. Ah, scheiße, nein. Ah, schnell. Ah, was hat er da gepennt? Den habe ich gar nicht gesehen. Dich werfe ich mal schön da runter. Zack, Genickbruch. Ah, ne, okay, dann muss ich wohl so. Oh, verdammt, wo kann ich mich hier verstecken? Kann ich irgendwann mich hier nur so runter? Ah, okay. Ist gar nicht nötig. Und zack! Jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo man bei den Leichen auch aufpassen muss, dass die nicht entdeckt werden. Deswegen, schwupps, mir doch egal. Nein, dieses Schwertgeräusch, was du gerade gehört hast, kannst du ignorieren. Ist für dich nicht wichtig. Oh. Jetzt brauche ich auch nicht mehr wirklich mir Sorgen machen. Jetzt mal gucken, was ist hier, der Gong? Ah, 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 shit! Ah, shit! Das gibt auch Punktabzug sogar. Ihr habt gesehen, dass ich eigentlich mich von oben wie so eine Spinne runterhängen lassen wollte. Hab aber gerade... Ah, es war den falschen Button gedrückt. Aber jetzt sehen wir es nochmal. Ich wette, er sieht mich nicht. Ah. Ist ein bisschen doof, dass man wirklich, dass er genau unter einem sein muss, bevor man den Angriff machen kann. Deswegen hat das jetzt nicht geklappt. So. Der Gong wieder. Was haben die nur mit ihren Gongs? Okay, ein Artefakt, das habe ich beim ersten Durchspielen, ist mir das gar nicht aufgefallen. Aber ich glaube, den hatten wir schon. Hier unten geht es auch noch weiter. Hier, ja, tatsächlich. Oh, Moment, das ist jetzt ein bisschen knifflig, die beiden Lichter zu erwischen. Ihr seht es da. Okay, eins habe ich. Nee, erstmal nur. Ah, okay, die fallen dann runter, das war mir auch neu. Super, dich kriege ich noch, dich kriege ich! Immer die ein, zwei Sekunden vor der Tat dann sind so aufregend. Die sind aber zum Glück alle nicht sonderlich klug. Und du hier, lebst du noch? Naja, die Minute habe ich trotzdem noch für dich. Oh, ich will die Punkte fürs Verstecken kriegen, Mann. Komm, runter und X. Du willst da doch runter, ja. Sehr gut. Da ist noch einer. Gut, dann machen wir das mal so vielleicht. Und dann... So. So. Ah, der hat mich gesehen. Scheiße. Ah. Bisschen lahm war er. Okay. Ah, ah, shit.
Es kann ruhig laut sein, das ist egal. We killed as many as we could, but they overwhelmed us. Nee, eigentlich wollte ich den Gong da oben haben. Der macht mich irgendwie. Die Gong-Show! Hm, nicht viel gebracht. Gucken wir, was da unten ist. Zack. Oh, der ist auch weg. Ich glaube, wir haben jetzt das ganze Gebäude mehr oder weniger leer gefegt. Irgendwo rennt noch ein Ninja rum oder eher gesagt wartet auf uns, liegt rum. Da rechts geht's noch weiter. Okay, dann machen wir das. Ich find's auch schön, dass er so erst noch so rauslugt. Und man ohne Gefahr sich den Raum angucken kann. Das sind aber auch Lappen, die können wirklich wenig. Keine guten Wachen, die würde ich nicht kaufen. Bezahlen. So, meinen anderen Raum. Und dann weg damit. Hm. Ich glaube, es ist der dritte jetzt. Nee, der vierte schon. Super, haben wir das auch mal gemacht. Ah, okay, ich nehme an, dass es einfach nur Gegner anlockt. Deswegen hat es auch so einen Kreis, der ja auf die Lautstärke so ein bisschen erklärt oder anzeigt. Ist hier noch was? Nö, hier war ich auch schon. Gut, dann hier oben noch. Ja, das sieht gut aus. Ach nee, da waren wir auch schon. Na gut, gehen wir halt noch weiter. Wie kann ich noch mal rennen? Ah, er. Okay. So, was sagt ihr? Könnt gerne ein wenig eine Meinung abgeben. Mehr als eine halbe Stunde werden wir es jetzt eh nicht spielen. Das heißt, wir haben noch knapp eine Viertelstunde. Ich mag sowas, ja. Ich mag diese kleine 2D Indie-Titel. Die spielt man immer so ein paar Stunden, dann ist es oft auch schon gut. Es sei denn, man hat echt einen Narren gefressen, so am Spielprinzip. In diesem Fall hier, es macht echt, solange ich es gespielt habe, noch Spaß. Aber mehr als 2 Stunden hatte ich jetzt auch noch nicht damit. Okay, komm, dreh dich um. Dreh dich um, mein Jung. Hinter hier, ein dreiköpfiger Affe. Hat geklappt sogar. Oh, da ist noch ein Artefakt. Das nehme ich gerne mit. So, das war's aber. Alvin, hallo. Alvin, hast du Heart of the Mark of the Ninja gespielt? Nee. Auch nicht? Aber du kennst es, oder? Du kennst es, ja. Ja, das ist ganz cool. Ja, sieht auch so aus. Also. Würde dir auch gefallen, glaube ich. Glaub ich auch, wir bauen drüben auf und sind schon ganz neidisch. Okay. Was baut ihr denn auf? Ach, für gleich? Für die Social Media Viewing Night? Alter, Vorsicht, wenn ihr das sehen würdet, ich sehe, Alvin steht auf einem Drehstuhl mit beiden Füßen auf einem Drehstuhl und holt ein riesiges Paket von oben runter. Alter, das sage ich dir jetzt als jemand, der wahrscheinlich deine Versicherung mitzahlt. Mach das nicht. Nee, wirklich. Es wird immer schlimmer. Ich kann so nicht arbeiten. Ich kann so nicht arbeiten, während du dich hier umbringst. Bitte, ja, siehst du? Jetzt hast du den Kopf angeschlagen. Alvin, was machst du? Scheiß doch auf den Weihnachtsbaum. Oh Gott, was hier passiert, ist so viel spannender und gefährlicher als Mark of Ninja. Jetzt, ja, siehst du, jetzt hängt nämlich das Kabel oben fest. Und was machst du jetzt? In der einen Hand hast du den Weihnachtsbaum und, ja. Ich muss mal kurz, ihr müsst kurz warten. Ich muss dem Alvin helfen, dem Volldeppen. Unglaublich. Oh. Ah, okay, jetzt steigst du auf den Tisch. Das ist klar. Ja, naja, weil ich dir helfen muss, ne? So, und nun, was machen wir jetzt? Genau, Leute, das müsst ihr sehen. So. Der Simon stellt sich auf den Tisch und auf eins der Pakete. Oh. Raus jetzt mit dem Scheiß hier! Den einen da! Den anderen da! Und den Baum auch noch! Oh. Ey, wenn man nicht alles selber macht, dann flippen die
hier aus, ne? Unglaublich. Tut mir leid, das musste sein. Was ist hier los? Ich bin immer noch, wo bin ich eigentlich? Ach, da oben. Ach, ihr habt ja wirklich keine Ahnung, wie es gerade aussah. Es sah wirklich gefährlich aus. Also auf einem Rollstuhl, auf so einem Drehstuhl mit beiden. Und die ganze Zeit eiert er so links, rechts rum mit beiden Händen irgendwie oben diesen Baum in der Hand. Manchen ist ihr Leben auch egal. Ach, ich bin 25 geworden. Jetzt ist eh das meiste schon vorbei. Anders kann ich mir nicht erklären. Ah, komm her. Ah, der ist auch gerade 25 geworden. Und der letzte Tag vor der Rente. Tja, Pech gehabt. So kann es sein. Dich fallen lassen, die extra Punkte gibt. So spektakulär ist es eigentlich auch nicht. Und so schwer ist es auch nicht. Aber gut, nehme ich gerne mit. Den Level haben wir, glaube ich, geschafft jetzt. In einer atemberaubend schnellen Zeit. For centuries we have stayed hidden. We shunned the modern world and its jackals. But today, our enemies have found us. We must strike back. We will fight for our survival and our honor. I foresaw this day would come. And so, I called upon a champion to fight for us. He has accepted the first mark. He will defend the clan at a terrible cost. Das ist ein Rücken. Aha, jetzt werden mal Statistiken hochgeladen. Sind das unten keine Feinde getötet? Ja, eigentlich muss es dafür ja mehr Punkte sogar geben. Gibt es, glaube ich, sogar. Okay, super. Jetzt nehmen wir direkt das nächste Spiel. Wir haben ja noch nicht viel mehr freigespielt. Use the breathing techniques I taught you. They will ease the pain. Let me tell you the story of the Ing and of the champions who came before you. Before the restoration, as the other clans strayed and disbanded, a merchant sold us a secret. He led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. That is why every champion vows to end his own life before he destroys himself. And the clan swore to protect. We must act quickly. Count Karajan is the head of Hessian services. He is responsible for the attack on our clan. His tower stands behind ring upon ring of security. You must kill him before he can attack again. Okay. Mission 2. Auch hier haben wir wieder unsere Tutorial Ninja Kollegin dabei. Eine Frage, die ich mir stelle. Ninja-Sterne sind okay, aber eine MG ist verpönt. Aber wenn ich jetzt eine Waffe machen würde, die in unglaublicher Geschwindigkeit Ninja-Sterne verschießt, ist das dann noch im Kanon und im Ethos mit Ninja-Philosophie? Weil, ich meine, es ist ja immer so, es wird immer so lange übertrieben, bis einer es wirklich ausreizt und dann sind alle sich einig, okay, das machen wir in Zukunft nicht mehr. Und so ist es ja irgendwie bei allem und so muss es auch hier gewesen sein. Was will denn Ninja gegen MG machen, wenn die jetzt sagen, okay, aus Ehrengründen benutzen wir keine MG, gut, oder keinen Raketenwerfer oder keine Atombombe. Dann halt eine gigantische Splittergranate, die nur Ninja-Sterne verschießt. Dann ist das doch völlig in Ordnung. Ist halt, man nutzt die alte Philosophie mit neuer Technik. Ich wäre mir da nicht so sicher, was ich richten würde, ob das okay ist oder nicht. Das überlasse ich euch. Zack, 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 ich will Nahkampf. Ist mir zu langweilig, euch von hinten abzumeucheln. Indirekte Tötung, wie ist denn das passiert? Da muss irgendeine Waffe gerade aktiv geworden sein. Oh, das hat er gar nicht richtig mitgekriegt. Scheiße, das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Diesmal wollte ich ihn meucheln, hat aber nicht geklappt. Ja, ihr sagt, ihr bestätigt, dass das so funktioniert, wie ich das gesagt habe. Also ihr bringt hier unter anderem Naruto als
Beweis für meine These, dass das noch im Kanon ist, der Ninjas. Gut, ich kenne Naruto natürlich jetzt nur vom Namen und von ein paar Folgen und von den Erzählungen meiner Kollegen. Aber mir ist natürlich bekannt, dass es der offizielle Kodex der Ninja ist. Als Anime auf Tele 5. Nee, wo läuft es heute? Ich weiß es gar nicht. Wo läuft Naruto RTL 2, nehme ich an. Oder Super RTL. Nee, RTL 2. So, jetzt habe ich einen riesen dummen Fehler gemacht. Weil mit diesem Körper könnte ich hier bei dieser Lichtschranke durch. Ja, ja. Und jetzt habe ich bewiesen... Oh, so schnell geht das? Na gut. Jetzt habe ich bewiesen, dass es manchmal auch blöd ist, die Körper zu verstecken. Weil man sie, wie gesagt, für diese Laserschranken braucht. Ah, sehr gut. Das hat noch geklappt. Aber ihr werdet euch jetzt sehen. Ha? Da sieht man's. Jetzt kann ich nämlich hier auch nach links. Okay. Das ist hier. Ach, hier waren wir schon, oder? Ja, hier war ich schon. Jetzt muss ich nur die Leiche wieder mitnehmen. Okay. Also der Part gefällt mir irgendwie gut. Das macht echt Spaß. Man kommt sich dann wirklich vor wie in irgendeinem Ocean's 11-Teil oder so, wobei die natürlich unblutiger sind, aber man macht ein bisschen mehr als nur eine Keycard einsammeln zum Beispiel. Man muss sich schon überlegen, was mache ich mit den Körpern, wo transportiere ich die hin. Das wird später noch ein bisschen komplizierter und ich wette, da sind wir auch noch lange nicht am Ende der Fahnenstange, was gute Ideen dieses Spiels angeht. Okay, was mache ich hier jetzt? Zack, zack. Ah, okay. Ich glaube, ich kann ihn noch von unten angreifen. Das wäre eigentlich nur sinnvoll. Ich bin ja nicht so der Fan von diesen Animationen. Ich finde, die sind mir ist das echt ein Ticken zu brutal, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, es ist ein bisschen bescheuert, sich dabei zu beschweren, aber ich gucke da immer gerne weg. So, Moment. Apropos, wenn wir gerade bei Brutalität sind, ihr könnt gerne, ich weiß nicht genau, wie man das findet, aber ich bin sicher, der Chat ist fix drauf und hat das unglaublich schnell gefunden. Ach, ich brauche den Körper wieder. Und zwar gibt es einen Simpsons Couch Gag, der ist wirklich NSFW, also Not Safe for Work oder vielleicht sogar for Life. Und zwar sind das Knet-Simpsons, die... Ach komm, kann ich dich nicht mit hochnehmen? Wie mache ich das denn jetzt dann? Knet-Simpsons, die so ein bisschen... Ah, ich will das nicht erklären, ich will das nicht spoilern. Aber, ja, die sehr brutal niedergemetzelt werden. Und das hat mich zunehmend verstört, dieser Couch-Gag. Ihr kennt die ja, das sind ja immer irgendwelche Künstler. Und diesmal ist es eben kein offizieller, sondern von irgendwem, der sehr viele Animationen macht mit Knete. Und wir haben sowas ja schon mal für Game One gemacht. Und es ist unglaublich aufwendig. Und wenn man das sieht, was der da macht, wird einem nicht nur ein bisschen schlecht, sondern man hat auch Respekt vor dem Aufwand, der dahinter steckt. Ich bin mir sicher, jetzt sind schon irgendwelche Leute, die es verlinken. Und dafür danke ich euch. Ich weiß es nämlich nicht mehr genau. Ich habe es von Reddit, war heute ganz populär da. Weiß aber leider nicht mehr genau, wie man es findet. Ah, You're Next, genau. Das hat so diesen You're Next-Style. Wenn ihr You're Next und Simpsons Couch Gag eingibt, findet ihr das. Die Tonne. Ha! Die Tonne, mein Freund, die Tonne. Eine Biografie von Simon Kretschmer. Auf 4 Seiten. Jetzt dreh dich um. Oh shit. Ihr seht ja, das hat oben so ein Metallnetz. Kann ich nicht kaputt machen. Vielleicht, wenn ich ihn so ein bisschen locke. Beinahe in die Lampe rein. Ja, das klappt. Moment, wir müssen in die Werbung. Ich weiß, aber vorher möchte ich ihn noch meucheln. Warum? Er hat einen Adblocker. Da nehme ich noch nicht mal die lautlose Variante. Für Leute, die einen Adblocker haben, gibt es das langsame, gequälte Der Soldat James Ryan Messer ins Herz. In diesem Sinne geht es gleich weiter mit einem anderen Spiel. Namen habe ich vergessen, Inhalt habe ich vergessen, aber wir müssen es ja gleich zusammen spielen. Also wird es schon irgendwo hier auf der Platte sein. Guckt euch die Werbung an, macht auch einen Adblocker aus und wir sehen uns gleich wieder.